Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier diese schicke Batterie angeschafft, beziehungsweise fertig gekriegt, verbunden intelligent. Und wie wir sehen, ist da tatsächlich ein grüner Balken jetzt langsam da. Und ja, da müssen wir weiter schauen, dass wir das mit dem Strom managen, ne? Da können wir jetzt vielleicht so weitermachen. Das wird hier unten immer weniger. Okay, da werden wir aber auch irgendwann hinkommen, dass das besser wird. Hier oben, ja, ist noch Platz. Ja, dieses Wasser, das muss irgendwie weg. Das muss eigentlich da unten hin, ne? Wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. Was passiert hier mit dem Wasser? Ach so, das ist Abwasser. Okay, oh, das wird auch immer mehr da dran, ne? Da müssen wir aufpassen. Wo läuft er jetzt hin? Ach so, desinfizieren. Gut, das geht noch. Da können wir noch von sagen, dass das okay ist. Ich denke mal, wir können aber hier mal gerade ein bisschen so machen, dass das da noch abgebaut wird. Ja, hier ist unsere Dingensproduktion. Wie sieht es denn mit dem Strom jetzt hier so aus? Es ist, ach, hier oben ist alles knallerot, okay. Oder war es gerade einmal kurz, ne? Da ist die intelligente Batterie natürlich hinter. Ja, da ist es wieder. Ja, es hängt einfach zu viel dran, ne? Wir müssen gucken, dass wir das ändern noch. Hier hatten wir ja schon mal unterbrochen, ne? Das ist immer noch da. Hier unten ist alles tippitoppi erstmal. Das Hamsterrad lädt hier auf. Die Batterie ist auch relativ voll. Die Batterie ist natürlich schlechter. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir das hier managen. Und hier müssen wir schauen, dass wir hinter dem Ding auch eine Intelligenz hinkriegen, ne? Weil der verballert uns sonst, glaube ich, auch einfach den Strom. Ja, da müssen wir schauen, wo wir was machen. Hier ist ja auch nochmal Wasser, ne? Hm. Das wird aber gepumpt, oder? Flüssigkeitsoverlay. Ja, das wird hier reingepumpt und da oben, wo geht das da hin? Ach so, da, jetzt läuft es gerade in diesem Moment, okay. Ja, wird wohl verbraucht. Okay, wenn das so ist. Was kann denn hier nicht abgeholt werden? Granit ist schon wieder voll. Das war hier, ne? Hm. Wir müssen mehr Granitsachen bauen, ne? Hier oben haben wir Strom. Wie kriegen wir denn Strom? Fädelte Metalle fehlen da. Die kriegen wir hier, ne? Aber ne, da kriegen wir die eigentlich. Okay, das ist angesagt, aber wir haben vielleicht gar keine Metalle da. Das heißt, die müssten wir hier... Ne, da sind ja Metalle, definitiv. Sind natürlich gerade frisch da erst hingekommen. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Er ist jetzt gleich da soweit, aber die Batterie wird leer gesaugt, ne? Wir müssen hier gucken, dass wir da auch eine Batterie hinkriegen. Aber da fehlen uns ja die Ressourcen. Veredelte Metalle, 200, hm. Das müssen wir noch dran erarbeiten. Hier unten haben wir diese faszinierenden Dinger, ne? Ich glaube, da müssen wir noch mehr machen. Wir müssen da noch die... Wie ist denn überhaupt mit Forschung? Ah, da wird geforscht. Was haben wir denn da für eine Forschung? Fördersystem-Overlay, okay. Feststoffe werden da gespeichert. Automatische Räume. Intelligente Lagerbehälter. Okay, das macht ja Sinn dann, ne? Feststofftransport ist da dann das nächste. Minenroboter greift automatisch alle Metallien in einem bestimmten Bereich aus. Okay. Brücke. Förderschiene. Förderschienenbelader, Förderbehälter, Förderschienensperre und Förderschienenschütte. Okay, sehr interessant. Da
ist noch einiges zu tun für uns dann. So, wir kommen an die Batterie nicht dran, die wir haben wollen. Die ist hier voll am Arbeiten, die Batterie. Wir sind aber auch im Endeffekt... So, da muss gelaufen werden. Da jetzt auch, weil die auf 50% ist, oder was? Ja. Und da ist auch 50% eingestellt. Ich glaube, wir machen mal hier oben noch ein Hamsterrad hin. Und eine Batterie. Und zwar eine große. Mach die Batterie dahin. Und das Hamsterrad daneben. So, und dann machen wir Stromleitung. Und da dran. Genau, das machen wir. Und dann soll dieses Hamsterrad die vier Lampen machen, oder? Das bedeutet, nochmal das Overlay für den Strom, bitte. Ne, nicht Licht, Strom. Das bedeutet, wir trennen mal hier dieses Stück. Kabel zerlegen. 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 Ich hoffe, ich habe jetzt nur das Kabel erwischt. Zerlegt. Na so, das wird schon zerlegt. Gut. Hamsterrad wird gemacht. Brauchen wir aber noch einen Anschluss. Warte mal, die Prio müssen wir hier aber gerade mal hochsetzen. Damit das passiert. Sonst wachsen unsere Pflanzen hier auch nicht, ne? Wie sieht's denn mit den anderen Pflanzen hier aus? Okay, da fehlt's Licht, oder? Da fehlt wieder Licht. Möbel. Lampe. Da muss sie hin. Und dann brauchen wir eine Leitung. Und zwar von da unten, ne? So würde ich es machen. Wie sieht es hier oben mit dem Hamsterrad aus? Das ist schon mal fertig. Okay. Die Leitung dahin ist auch schon weiter. Hier gibt es ein paar Points zu verteilen. Die machen wir doch mal gleich. Grillen oder kochen ist ein Stern. Machen wir. Und hier haben wir verbesserte Landwirtschaft. Machen wir. Sonst ist nichts, ne? Nein. Gut. Koloniezusammenfassung haben wir noch was verbessert. Rotes Licht, grünes Licht. Automatisierung im Gebäudesensor. Okay, alles klar. Da sind wir auch weiter. Jetzt haben wir die Nachtschichtler zugange. Wird das hier weniger? Wahrscheinlich, ne? Die Pumpe läuft ja eigentlich. Hier ist jetzt der Strom alle. Hier ist zum Glück gerade was angekommen, ne? Hier ist unbedingt ein ordentliches Management angesagt. Müssen wir schauen. Die Batterie hat jetzt mal einen ganzen Balken, glaube. Die ist voll und die wird gerade voll. Das wird gemacht. Wie sieht es hier oben jetzt aus? Die Batterie ist da, nur der Anschluss fehlt uns noch. Da gibt es Essen, was geerntet werden kann. Wie bleiben wir überhaupt hier? Oh, 855. Nahrungsmangel ist gerade ganz groß. Okay, das hatten wir schon. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Naja. Ressourcen fehlen, ne? Okay. Leiterkabel fehlt da. Wieso geht es hier nicht voran? Ah, da kommt jetzt gerade einer. Alles klar. Ah, und dann ist kein Strom mehr da, dann geht das wieder nicht. Oh Mann, ey. Die Batterie ist schon wieder fast leer.
Tja, da ist schon wieder kein Strom mehr drauf gewesen gerade, ne? Die müssen zur Toilette da jetzt gerade. Die haben wir aber da. Doch, ich glaube, die gehen nach da sowieso weg, ne? Andersrum dürfen sie ja nicht. Passt erstmal. Er geht schlafen und er geht da auf Toilette, okay. Und wieso ist da ein Balken dran, ne? Ah, da ist schlecht Sauerstoff, kann das sein? Overlay von Sauerstoff sagt uns das, ne? Okay, Forschung abgeschlossen. Fördersystem ist gerade gemacht worden. Ich mach mal das einfach gerade. Diese Futterstation. Irgendwann müssen wir es mit den Tieren ja wohl auch angehen für Nahrung. Lüftungsoverlay. Okay, das läuft noch da. Eigentlich kommt da Sauerstoff hin. Nur wahrscheinlich genug, ne? Nasse Füße aufgenommen, okay. Wir könnten ja mal gerade, damit die nassen Füße dann mal irgendwann erledigt sind, das mal so machen, ne? Oh. Erde, wir haben schon mehrere Lagerprobleme jetzt. Ich denke, wir können da auch weiter hinter noch Lagerraum machen. Ach so, hier ist jetzt das andere fertig geworden. Automatischer Ausgeber. Da müssen wir uns dann auch mit befassen. Automatische Räume, ne? Haben wir denn... veredelte Metalle sind da gefragt, okay. Mach die da erst hin. Die Batterie ist gut, die ist leer. Hier geht es nicht voran, weil wir keine Metalle haben, oder wie sehe ich das? Kupfer fehlt uns da. Hier unten gibt es Kupfer, aber das ist leider nicht genug zum Abbauen. Und hier müssen wir mal gucken, dass wir die Pumpe dann mal an den Start kriegen und einen Filter. Ja... Forschung, super, Stromregelstation, ja, das ist auch so ein Ding. Das sind noch Sachen, die wir alle noch machen müssen, ne? Fertigkeiten, Schrupper, okay, den brauchen wir nicht, aber dieses hier. Haben wir das denn schon für die Landwirtschaft in keinster Form, ne? Doch, da, einer ist da. Und da oben wird getreten und das gibt das Licht her, das ist schon mal cool. Das hatten wir jetzt von dieser Batterie, glaube ich, abgenommen, ne? Das Netz da oben. Die sind auf jeden Fall am Produzieren, das ist schon mal gut. Und wir müssen gucken, was wir einlagern müssen. Oh, gerade geht alles. Okay. So, dieses müssen wir dann mal schauen, wo wir das hinlagern, ne? Da werden Hände gewaschen, okay. Und hier ist jetzt was? Sandstein. Das heißt, wir packen hier mal Sandstein rein. Ne, das ist nur Erde. Wo war das? Rohmaterialien. Da ist Sandstein. Was haben wir denn noch? Sedimentgestein, okay. Ja, müssen wir gucken, dass wir das da auch reinkriegen. Da ist noch einer. Granit ist auch nicht. Granit. Gibt's hier. Ja, und da müssen wir mal anfangen, auch was zu bauen aus Granit und so, ne? Er holt gerade Material. Okay.
Okay. Oh, er baut schon ab. Hier ist schon abgebaut. Da können wir dann mal was hinbauen. Was aus. Granit ist. Schauen wir mal, wie das wird. Dekoration 5,5. Okay. Ein Granitboden ist schöner. Kriegen wir bestimmt hin, den Granitboden dann, ne? So, jetzt müsste man überlegen, wie man das mit dem Wasser macht. Er ist ja auch hier permanent und ständig am Dampfen. Hier ist noch mehr Granit. Wie sieht's denn hier mit den Temperaturen so aus? Erstmal Keimoverlay haben wir hier, da rechts nur. Das ist schon mal gut. Dekoration ist da unten mit vielen Blumen schön. Das sind die Sachen. Temperaturen. Okay, hier ist relativ warm, ne? Darunter ist es aber kalt. Hier oben ist auch warm. Hier ist es kühler. Wir müssten noch weiter nach hier links, ne? Dahin ist noch ein kälteres Biom. Wie sieht's da mit Keimen aus? Hier sieht's schlecht mit Keimen aus. Das bedeutet, wir müssen uns hier durcharbeiten, ne? Mach doch mal hier was weg. Um da mal zu gucken, was da so los ist, oder? Da wird es natürlich warm, ne? Mit 42 Grad. Und so eine Sauerstoffproduktion. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut hier. Also hier unten geht schon was, ne? So ist nicht, aber... Hier wird schon mal aufgeräumt, ne? Was haben wir denn hier noch? Erde. Einen hatten wir noch, ne? Nee, da drüber ist es da. Läuft. Okay, dann haben wir hier noch einen Bereich, den wir weiter abbauen können auch. Mit dem Sandstein. Hier oben, das läuft jetzt. Batterie ist auch so groß, dass das Licht weiterläuft. Was haben wir hier für ein Problem? Ah, das ist jetzt... Der hat Überdruck, okay. Weil wir das gebaut haben, ne? Dann graben wir das jetzt mal hier weg. Und machen da noch ein Ziegel hin. Machen wir so. Okay, das Wasser steht uns bis zum Hals, oder wie war das? Ah, das ist jetzt nicht so dolle, ne? Kann man hier aber aufwischen, ne? Ah, das ist ein bisschen doof gelaufen da jetzt. Warte mal, da müssen wir da aber nochmal abbrechen. Dann können wir das noch graben. Ist hier noch Dreck, Keime? Ne, da sind keine Keime. Das ist schon mal gut. Jetzt machen wir das weg. Ja, irgendwie nützt nichts. Wir müssten eigentlich hier weiter ausheben noch. Wir bauen da mal eine Leiter runter, ne? Machen wir mal so. Die wischen wie bekloppt da, ne?
So, das wird weggemacht. Dann können wir den da auch noch weggraben. Leiter aus Sandstein, okay. Ich dachte, das wäre Holz, aber hier gibt es auch nicht so viel Holz, ne? Ja, gut. Das bedeutet, was machen wir weiter? Hier? Ne, ich glaube, das wird zwar weniger, aber minimal, ne? Okay, irgendwo hat einer einen Aufstieg gemacht, oder was? Haben wir die Forschung wieder angestoßen, oder neue? Ne, eine neue Forschung ist das. Was haben wir? Achso, jetzt haben wir hier die Essensgeschichten, beziehungsweise die Tierfütterer und sowas. Gut, und hier haben wir noch Pflegestation und Scherstation, genau. Gut. Das haben wir. Das heißt, wir müssen eine neue Forschung anstoßen. Ist das hier? Juicer? Komm, machen wir die Tierfalle. Sauerstoff läuft hier wohl. Unser Wasser nimmt ab. Hier bitte nochmal wischen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, warum wir hier keine Dingens haben. Wie heißt es? Keine Pumpe reingebaut haben. Oder wollten wir eine Pumpe woanders hinbauen? Also was wir definitiv machen, das ist das Aushöhlen. Und bevor wir das falsch machen, machen wir da schon mal eine Leiter hin. Und das machen wir schon mal so, ne? Hier ist einer zu breit, dann machen wir das wieder weg. Und hier machen wir das mal so. Und dass wir das Stück für Stück dann machen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie weit die das machen und wie schnell die das machen. Aber er geht schon los und baut da schon mal was rein. Weil das hat ja auch Überdruck, das Rohr. Das muss also da unten definitiv gebaut werden, ne? Nämlich werden die beiden nicht krank. Und das ist erstmal auch genug dann, ne? So. Soweit ist das erstmal gut. Oh, wir haben noch hier ein Duplikantenproblem. Oder Problem nicht, aber wir haben hier zwei Sachen. Eisen. Das Paket Eisen. Und das ist Erz. Da haben wir 220 Tonnen von Kupfererz. Aber das können wir auch selber herstellen. Lass uns das nehmen. Das machen wir nicht. Wir haben genug Duplikanten. Die müssen so schon. Die schlafen auch regelmäßig ein. Also passt. Dann können hier, das ist dafür ganz gut. Und Kupfer ist auch sowieso leitungstechnisch ja zu gebrauchen, ne? So, das senkt sich schon mal. Das ist schon mal cool. Ja, und da müssen wir gucken, dass wir dieses Wasser ablassen. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, oder? Dafür müssen wir das hier aushöhlen. Ja. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ich denke, wir sollten da mal noch eine Pumpe machen. Die wir hier hinbauen. Stellt sich die Frage, ob wir die Pumpe da überhaupt hinbauen oder ob wir... Da haben wir ja diesen Schlot, ne? Ja, das ist... Der produziert ja auch immer Wasser, ne? Dann sollten wir die Pumpe hier hin machen. Genau, da machen wir die Pumpe hin.
Dann machen wir ein Rohr. Ist noch da. Ist noch da erstmal. Dann buddeln wir das hier noch frei. Dann können die das da bauen. Dann gibt es hier noch einen Boden aus Granit. So. Und dann gucken wir weiter. Er ist schon da. Er hat schon alles abgebaut. Es läuft. Okay. Hier sieht es auch gar nicht schlecht aus. Wir bauen aber erst hier weiter. Ich weiß gar nicht, das hier ist alles nicht vonnöten dann, ne? Okay, aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich denke, wir machen hier erst eine Unterbrechung. Ja. Würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare, schreibt rein, was wir als meistes weiteres machen sollen oder sowas, ob wir was anders machen sollen. Der Mordrak hatte ja schon geschrieben mit dem Strom, das versuchen wir ja gerade in den Griff zu kriegen hier auch. Und ja, falls ihr Lust habt, dann teilt das Video auf allen euren Kanälen etc. Da, wo ihr Lust habt, schreibt da mal was zu und dann können andere auch teilhaben. Alles klar, bis dann. Tschüss.